Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir begrüßen euch ganz herzlich zum LS19 auf der Nordfriesischen Marsch zusammen mit dem McManus. Ich bin ich. Grüezi miteinander. Ja, servus, ne? Ja, servus. Servus. Super neue Schnee haben wir. Servus. Ja, mal, komm, geht's vier. So, auf geht's. Ja, meine lieben Freunde, ich weiß jetzt, Freunde, warum das dich nicht mehr bewegt und hat. Deine Hose so klein ist, das liegt am Bauch. Was? Ich habe jetzt ja kurz... Nee, ich habe nicht dich gemeint. Es gab einen weisen Mann, der hat gezeigt, dass es nur durch... Nee, ich will gar nicht mehr von Anfang. Ja. Was willst du jetzt? Erzähl mal die ganze Geschichte. Nee, besser nicht, ey. Nee, was ist los jetzt gerade? Wenn ich das jetzt erzähle, dann sagst du Bob, danke. Hä? Was ist denn los? Ja, mit dem Fett und so. Nein. Wie, boah, danke. Nee, aber was wolltest du denn jetzt ursprünglich? Wolltest du irgendwas anfangen? Ja, meine lieben Freunde, vielen Dank für die Kommentare, dass ich... Ich schlag dir ins Gesicht. Entschuldigung, dass ich nies. Ja, die Diskriminierung wird dann wieder ganz groß geschrieben hier im Team. Ich verstehe schon, die Runde zum LU, kannst du eine Geschichte erzählen. Ja. Nee, komm, mach. Ja, vielen Dank für die Kommentare, dass ich das Förderband... Klappe, ey. Jetzt schon wieder. Witz. So. Vielen Dank, weil mit Kommentaren, was ist denn mit den Kommentaren schon wieder los? Ja. Haben Sie sich geärgert? Nee, wir haben geholfen. Werden, ich helfe dir. Ich bist nur mir und erscheinen wir sind. Geholfen? Wieso geholfen? Ja, ich konnte das Förderband nicht bewegen. Ich bin ja nach vorne und nach rückwärts, weil ich die Handbremse drin hatte. Okay, also haben sie dich wirklich wieder doof gemacht, oder was? Nee, die haben mich nicht doof gemacht. Die haben nur gesagt, Herr Friesi, da war die Handbremse an. Mehr war nicht. Das waren sehr, sehr nette Kommentare, die nur darauf hingewiesen haben, weil ich hätte heute wieder nicht daran gedacht. Ja. Okay. Ja, naja. Na. Das finde ich gut. Ach ja. Finde ich gut. Handbremse angezogen, Förderband fährt nicht. Aber verstehe ich jetzt trotzdem nicht, warum du da nicht mal drauf guckst? Weil es noch neu ist und so. Aber wenn dein Fahrer die Handbremse angezogen ist, fährt es auch nicht los. Da guckst du ja auch mal direkt unter den Sattel, oder? Jetzt lass doch auch mein Fahrrad in Ruhe. Also eigentlich, hat dir eigentlich schon einer Licht dran gebaut? Ja, ich musste damit zum TÜV, nachdem ich dreimal von der Polizei angehalten wurde. Da haben sie mir einen Schein mitgegeben. 3 Punkte wegen abgefahrenen Reifen, oder? Weil du immer die Birne ausmachst. Du bist der Spasti, der auf dem Lidl immer die Donuts zieht, sei doch ehrlich, oder? Ja, klar, mit dem Fahrrad immer. Absolut unglaublich. Du hast bestimmt an der Klingel vorne, hast du bestimmt auch so ein Manta-Schwanz hier. Ja, und ich habe sogar hinten eine Fahne dran. Echt? So ein Wimbel? Ja, sicher. Das ist geil. Bestimmt Thüringer Bratwurst oder sowas. Ja, Massebäume. Massebäume? Oh, Massebäume ist geil. Oh, Massebaumwimbel, ey. Würde ich mir direkt auch ins Fahrrad bauen. Oh. Randy? Hey, yo. Ja, hey, Randy, was geht ab? Tja, Randy, was geht's geht ab? Wir nehmen nicht auf, oder? Nee, wir nehmen nicht auf. Warum? Naja, ich habe extra noch geguckt, du bist online, bin nicht online, deswegen. Ja, ist was wichtig, ist was Vertrauliches, dann kannst du es jetzt erzählen. Nö, alles easy. Achso, okay. Wolltest du dich jetzt endlich mal entschuldigen wegen den Live-Aufnahmen da, wie du uns behandelst, oder so? Machen Gott hier. Aber Mann, was anderes. Ja. Wegen deinem Outing letztens. Welches Outing? Naja, wegen der anderen Seite und so. Die andere Seite der Macht, wo du hingegangen bist. Verstehst du, wie ich meine? Nee. Ach, Mensch. Ich will es jetzt nicht so sagen. Naja, die Sache, dass du und andere Männer und so. Genau. Da hast du Drogen konsumiert oder was? Nee, ich habe tatsächlich ein 15-minütiges Powernapping gemacht und das hat mich, das ist ungefähr wie ein Liter Kaffee. Ah ja. Wie ein Liter Kaffee mit einer, oh scheiße, das ist keine gute Idee, was ich gerade mache. Ach nee, gut, passt. Lady erst. Ja. Ja, was ist los? Was machst du Schönes? Gar nichts, ich war gerade auf Insta-Bilder geguckt. Bin ich auf Freezy's Insta-Story gestoßen und wollte mal fragen.
Food in Support Insta-Story. Mhm. Wenn was? Ja, du hast so einen ganz lieben Spruch wieder in deiner Insta-Story, der nicht mehr richtig formatiert ist. Also sprich, da sieht man nur die Hälfte davon. Ich hab den ganz gesehen. Ich hab den alles in den ganz. Was hast du für ein Handy? Kannst du sagen, Nokia 3310? Nee, das liegt am Handy, ist kein Scheiß. Ja, Huawei P20, also 5,5 Zoll oder so. Achso, ne, es ist strange, weil es ist tatsächlich so, dass bei Displays, bei manchen Displays wirklich das immer. Ich habe auch so Dinger, wo mir nur die Hälfte angezeigt wird. Ja, mein alten Handy wird vollständig angezeigt. Auf den Samsung, auf das hat aber auch was für sich für ein Riesendisplay. Ja, ja. Dann gedacht, oh ja gut, so ein lieben Spruch, da muss ja wieder was vorgefallen sein. Nö, nee, ganz ehrlich nicht, ich fand den nur gut. Also, nö, wirklich. Den finde ich auch gut. Die soll alle sagen. Ich finde ihn klasse, den Spruch. Und dann auch gut, deswegen habe ich den gepostet. Nee, ist nichts vorgefallen, gar nichts, alles gut. Das Sachsen-Player. Hast du jetzt mehr auf oder was? Nein, ihr verhaltet euch noch komisch deswegen. Wir verhalten uns komisch? Wieso verhalten wir uns komisch? Genau. Okay. Ja. Na gut, dann sind wir jetzt hier wieder endkomisch, also entkomitisiert. Entkomitisiert, ne. Ja. Was ich sagen wollte, kannst du mir mal bitte noch eine Zusammenfassung, weil die anderen konnten mir das gestern auch nicht wiedergeben, was passiert ist mit der alten? Weil ich bin ja weg und hab Falco hier. Wir nehmen doch auf. Ah ja. Aber ja, kann ich dir geben. Aber vielleicht nachher, wenn das okay ist. Sorry, da muss ich jetzt mal die Bremse reinhauen. Wo es bestimmt lustig geworden wäre. Wo fährt der hin? Ja. Ey, der verarscht mich mit dabei im Presse, Alter. Weil, ganz kurz. Ja, doch was. Könnt ihr mal den Praktikanten mit der Wahlpresse bitte einen klatschen? Denkt ihr, vorher auch Spaß ist denn hier? Der verarscht mich hier. Bleib stehen, du Homo, ich will den Ball noch. Du bist voll. GG. Gut, danke. Ja. Ah ja. So, jetzt. Wenn du natürlich noch einen Steam-Key hast, würde ich gerne nehmen, aber ich wollte... Was denn? Giants antworten. Ja, nicht nochmal. Wegen was denn? Ja, ja. Weil ich sage, nimm doch nicht auf, Junge, Fizzy ist bei Steam Online, ich habe keine Steam-Version. LOL, ernsthaft? Er hat keine Steam-Version, nein. Das, weil sonst wäre ich ja jetzt nicht reingeplatzt hier. Na, du hast aber mich auch in Steam. Ja, ne, ich habe gesehen, du spielst Freezy nicht. Ja, bereitest du irgendwas so, okay. Vor, was weiß ich denn? Okay, ja, das ergibt Sinn. Ja. der hat keine Steam-Version, das ist natürlich auch geil. Ich weiß ganz genau, eines Abends, dann irgendwann, wenn wir wieder übelst Stress haben, es ganz schnell gehen muss, oh, es kam ein Update vom Farming Simulator raus. Das muss ich erst runterladen. Hat mal jemand, oh scheiße, wo ist mein Key? Ich hab mein Key nicht mehr. So geht das dann wieder. Ach scheiße, stimmt. Ja, bitte? Was hab ich gesagt? Kannst du gleich einen großen Klebezettel an den Monitor machen, wenn die hier fertig sind. Ohne Mist, ey. Aber Randy, wie war dein Tag? Was hast du Schönes angestellt heute? Pff, ganz ehrlich, nicht so. Nichts Weltbewegendes. Nichts Weltbewegendes. Ne, hab nach Mods gesucht, es kam heute ja so gut wie gar nichts raus. Keine neuen Mods am Start? Ja, nichts Sinnvolles zum Vortragen. Also ich habe jetzt noch so HW80 Trailer-Pack da. Ah, okay. Die nochmal ein bisschen überarbeitet worden sind. Aber ansonsten DDR-Kuhstall. Das Ding ist allerdings so riesig, das kannst du nur auf einer exakt geraden Fläche platzieren. Ansonsten zerrupst du dir den ganzen Boden. DDR-Kuhstall? Das ist ein Kuhstall im DDR-Stil, ja. Das ist interessant, dann kannst du ihn schicken? Ja. Der hat ja vorgestellt, oder? Nee, vorgestellt hab ich den nicht, weil ich konnte den bei mir auf der Felsbrunnen kriegst du das Ding nirgendwo hin, ohne dass du dir den Boden versaust. Weil das Ding ist halt riesig, kostet halt 150.000, wenn ich das nicht hörst. Das ist so groß, okay. Ja, kannst ja mal schicken, spaßenshalber. Wir spielen gerade, wir spielen auf der Glan, vielleicht kriegen wir ihn auf der Glantale irgendwo hingeballert. So, jetzt müssen wir mal Geld gegeben haben. Für die Ballerinos, das Fels auch abgeerntet übrigens. So, jetzt fahre ich zurück, fahre den Container weg und dann, wenn der Container weg ist, den fix noch ausleeren oder erstmal einlagern, auf beste Preis warten und dann müssen wir erstmal die Felder neu bestellen. Müssen wir überlegen, was wir uns als nächstes gönnen. So ein Big M wäre langsam mal geil, oder?
Ja, für die Grashülle, die wir haben, auf jeden Fall, ja. Könnten wir zusammen mähen. Aber wir... Lol. Wir hatten eigentlich gesagt Kuhstall, ne? Ja, wir wollten auf Kuhstall gehen, ja. Möööö! Au. Na, was ist das? Wer erwähnt's? Eine Kuh, die absolut auf Steroide ist und zum King Bison. Das könnte sein. Also das ist, das ist gar kein schlechter Ansatz, muss ich sagen. Eine Kuh auf Steroiden, das kommt tatsächlich hin. Aber nein, das ist ein Elch, der eine Kuh klar machen will. Okay. Ja, wenn der Smoothie aus dem Channel geht, dann ist das nie... Ah, Schweine habt ihr auch. Ja, den habe ich erst später verstanden. Tatsache. Oh Mann, ey. Ja. Ich bin ja, warte mal, wann kommt die Folge? Am Samstag. Na gut, dann können wir doch nicht über das Live-Projekt reden, leider. Nee. Nee, das wäre der reine Spoiler. Schade, aber wie fandst du die Aufnahmesession im Großen und Ganzen? Guten Tag. Oh, der Schweizer. Der will wieder Geld. Ja, der will wieder Geld. Ja, genau, so ist es. Nee, nee, nee. Was denn? Feld 15 dreschen und Feld 15 Strohpressen dreschen ist 11.500 und Strohpressen ist 4.000. Was? 11.500? Ja. Das Dreschen? Ja. Was du geraucht, Digga, ey. Oh, okay, dann hof. Also, wie viel jetzt? 11.000 und? 4.000. Also 15.000? Ja. Ah, abgeschickt. Ja. Das Ankommen? Ja. Ja, dankeschön. Und für die kleine Unannehmlichkeit mit Ihnen möchte ich mich noch entschuldigen. Es war halt unser Praktikant wieder. Mit der Beinpresse? Ja, da. Ja, den sollte er langsam mal abstellen. Vielleicht solltet ihr den mal dreschen. Würde ich mal einen Aufhebungsvertrag unter die Schnase halten. Ja, das wäre vielleicht mal ein kleines Druckmittel. Aber das kannst du eh vergessen, die Jugend von heute, die ist sowieso auf deinen Arsch. Da kommt eh noch, ich mache jetzt 4. Krieg ich mehr Geld. Ja. Influencer. Ja, ja, mach ich auch Vollinzer. So, wo fährst du die Silage eigentlich hin? Wir hören halt zum Gartencenter. Gartencenter? Ist da du kriegst bei der, Mischfutterfabrik kriegst du 2 Euro mehr. 6 Euro mehr. Ist aber weiter weg, oder? Ja, deswegen. Gartensender? Wo ist denn das Gartensender? Das ist hier links, dann rechts und dann nur noch geradeaus. Ach, die Gärtnerei? Ja, genau, ja. Gut, dann hack ich mal da hoch. Mit dem MB-Track. Das Silo ist jetzt bald leer. Wie fandest du, insgesamt die Live-Aufnahme gestern? Ja, doch, abgesehen von der Unvorhersehbarkeit, was passiert ist, war es doch eigentlich dementsprechend ganz, ganz nett, würde ich sagen. Ne? Gut, was soll ich jetzt groß aus erzählen und nicht da was zu spoilern? Ne? Ja. Also ich fand es mega unterhaltsam, ich fand es eine gute Aufnahme. Ja. Also das kann man so sagen. Aber du kannst ja eventuell schon mal spoilern, dass es da eine Überraschung gibt im Sinne von der Länge. Ja, die letzte Folge, also die Folge nächste Woche Donnerstag, also kommenden Donnerstag, die Folge, die ist extravagant lang, die geht 34 Minuten. Nee, was das Projekt an sich angeht. Ach so, das außerdem noch. Aber erstmal zu der Donnerstagsfolge, die hat Überlänge, weil da haben wir was Lustiges gemacht. Da gibt es eine schöne Sache. Schau da einfach, werdet ihr sehen. Ne? Wollen wir nichts verraten. So, und die Länge von dem Live-Projekt, wir haben schon angeregt, das Ganze mit einem Livestream zu beenden, so wie wir es bei Stammbach damals gemacht haben. Da gibt es aber noch ein paar Probleme mit dem Livestream und das hat aber einen positiven Effekt. Und zwar, dass das Projekt insgesamt wohl länger laufen wird. Ursprünglich waren da 40 Folgen angesetzt. Dann haben wir über 50 Folgen, also haben wir direkt am Anfang dann gleich auf 50 erhöht, weil es ja doch so gut ankam. Und wir werden jetzt wohl irgendwas bei 65 Folgen rauskommen. Ne? Also das wird noch eine ganze Ecke laufen. Also bis Mitte März ungefähr, kann man sagen. Jo. Wenn das jetzt richtig war. Das war soweit richtig, ja. Ja, bis Mitte März. Haben sie sich gut gemerkt über die paar Stunden? Na, trotz meines Alters, Junge, ein paar Gehirnzellen, die tickern noch. Soll ich mit Muskeln ersetzen? Nee, will ich nie machen. Nee. Wunderschön. Weißt du nicht, was du immer auf meinen Muskeln rumhackst in letzter Zeit?
Ja, du hast die überpräsent. Das muss ja nicht, oder? Du bist ja auch so ein netter Kerl, ohne deine Muskeln. Ah, also man sieht sie? Dezent. Das ist ich meine noch ein Jahr oder so, dann brauchst du keine Facecam mehr zu machen, weil du nicht mehr eine Facecam brauchst. Das sehe ich aus wie ein Kobrind, Junge. Kennst du die hier, 600 Kilo? Boah. Dann würde ich dich aber schlachten auf der Gamescom. Ja, kann ich mir vorstellen, dass du wieder nur ans Fressen denkst. Ja, na gut, aber in diesem Sinne, Abendi Renni, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ihr lasst das Däumchen da, schaut bei Füße vorbei. Gerne auch beim Renni, wenn er einmal mit dabei ist. Ne? Und, ich habe auch moderiert. Ja, und? Und ja, bis dahin, tschüss. Tschüss.